Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben Montag, den 9. Mai 2022, und wir sind mal wieder bei den Wandelgesprächen, wie jeden Montag. Ich muss euch nicht viel erzählen, weil es gibt einen tollen Forumsbereich für die Wandelgespräche in dem tollen Zensur- und korruptionsbefreiten Freie-Argumente-Kulturforum. Findet ihr bei freie-argumente-kultur.de. Ist auch schön eingeblendet. Also da könnt ihr sowieso über die mündliche Kommunikation hier hinaus mit uns schriftlich in die Tiefe, Breite und Höhe gehen, wie ihr das möchtet. Okay. Es sei nur gesagt, die Wandelgespräche sind der Rahmen, wo alle mit allen freundlich über alles sprechen können sollen. Also gerne auch schon Kinder und Jugendliche, die nach Orientierung im Leben suchen. Wir wollen da so offen sein, wie es nur irgendwie geht. Und unsere Technik ist der Redekreis, immer ein paar Minuten jeder, und dann wird der Staffelstab an den nächsten weitergegeben in gleichbleibender Reihenfolge. Und damit würde ich sagen, gebe ich dann auch gleich den Staffelstab ab an den Dillen für den ersten inhaltlichen Beitrag. Da bin ich. Ich muss noch ein bisschen Fernsehregie machen. Ich mache das mal an. Ja, und mache das aber aus Sicherheitsgründen aus, die Kamera, weil ich nicht weiß, wie viel Daten sie schluckt. Na? Und vielleicht öffne ganz kurz, ihr hört mich alle gut, ja? Walter ist auch gekommen. Ja, wir hören dich gut. Ich höre dich gut. Ja, Ja, ich super. höre auch gut. Ich höre auch Ja, gut. alles klar. Dann haben wir alles bereit. Jetzt muss ich nur noch mal ein bisschen hier bei den Bildern noch ein bisschen was schalten. So, ja, ich zeige mal unser Foto, wo ich drin bin und Öffi drin ist. Und ja, gut. Dann kann ich ja loslegen, ne, mit meinem ersten Beitrag. Ja, ich habe heute wieder erlebt draußen. Ich rede doch jeden Tag beim Live-Musikkonzert rede ich, sobald jemand stehen bleibt und sich für die Plakate interessiert und so weiter, dann rede ich dann mit denen sofort. Ja, aber da haben wir wieder eine Stunde Gespräch gehabt mit zwei sehr netten Leuten. Aber letztendlich stellt sich immer wieder das Gleiche raus. Alle wissen alles. Und der Kapitalismus bringt also uns vorteilbringende Irrtümer auch dabei, dass wir wirklich jeder Mensch, fast jeder Mensch wirklich davon ausgeht, er weiß alles, braucht nichts dazu zu lernen und ist letztendlich, und das ist für mich, für ein Öffi, die traurige Nachricht, die Leute sind unheimlich unempfänglich für jede Form von Argumenten. Sondern die wissen einfach, wie die Welt ist. Und ich denke, dass in unserer Gesellschaft wirklich es nur noch so funktioniert. Wir haben Wahlen. Und da wählt sich jeder die Partei aus, die seinem individuellen Muster, seiner liebgewonnenen, vorteilbringenden Irrtümer entspricht. Und nichts sonst. Und das lässt uns aber auch dann befürchten, dass also ein Konzept, was nicht genügend Irrtümer beinhaltet, eventuell gar nicht wählbar ist. Na, das ist meine größte Sorge, ja, sozusagen. Ja, und dann kann man noch sagen, auch die Basis, die hat stur, die Basispartei ist gestern wieder sehr gescheitert mit 1,1% bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein. Das heißt, diese Partei ist endgültig am Ende, weil es jetzt sogar schon in den Prozentzahlen deutlich runtergeht. Und ja, und sie ist eben kaputt, weil sie ein Menschen- und Weltbild gegen jede unserer Beratungsversuche resistent verteidigt hat und dadurch dann letztendlich gar keine Chance hatte, weil
für Parteien. Ich glaube, da gibt es nur noch eine richtige Lücke und das ist eben die GWÖ-GWO-Kombi, also die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber plus Gemeinwohlwirtschaftsordnung Weltrat, Kombi, Kombination, da die besten Teile zusammengesetzt sozusagen, ist das, was ich ja im Moment empfehle. Und ich hatte es schon erwähnt, trauriger Fall bei uns, unsere Bundesministerin, ehemalige Bundesministerin, Frau Professor Dr. Dr. H.C. Mult, Ursula Lehr, ist leider verstorben. Schade, weil ich hatte immer gehofft, mit ihr dann irgendwann in den großen Talkshows auch auftreten zu können. Mit 91 ist sie zu früh gegangen, denn sie ist Altersforscherin und hat es sich sicherlich ausgerechnet, die 100 zu erreichen. Schade, hat nicht geklappt, ne? Und ja, mein Schwerpunkt heute liegt also eben darauf, dass ich nicht mehr tun kann, also wie gesagt, als zu versuchen zu gucken, also die Wählerinnen anzusprechen, als wäre ich jetzt im Wahlbündnis ARD und ZDF vor Millionenpublikum über diesen Weg dahin gekommen mit ein, zwei unserer Professoren, mit Professor Mertens oder wem auch immer, den ich am liebsten dabei hätte da dann. Ja, und heute ist mein Thema wie immer jetzt in den letzten Tagen Ukraine und Corona-Stopp. Also wie können wir mit der GWÖ, GWO-Kombi, wie hätten wir, wenn wir die schon 1980 eingeführt hätten, als der weltweit wichtigste Denker laut Wikipedia mit in seinem weltweit inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, dem kann ich nur beipflichten, weil das wirklich eine Sensation war für alle spitzenwissenschaftlichen Denker. Es hat mein ganzes Leben auch umgekrempelt, was er da auf 3 Seiten geschrieben hat. In dem Weltklassiker das egoistische Gehen. Und ja, und wenn wir hätten wir damals schon das alle begriffen und hätten demgemäß schon die GWÖ-GWO-Kombi damals eingeführt, dann hätte es vielleicht jetzt diesen Ukraine-Krieg nicht gegeben und ganz sicher auch nicht den Corona-Skandal und so weiter. Das hätte es alles nicht gegeben, weil dann ja eben die Waffenkonzerne nur noch durch Friedensförderung Geld verdienen hätten können, anstatt durch Kriegstreiberei. Es piepst, ich mach's nur noch rund. Die Waffenkonzerne hätten also nur noch durch Friedenstreiberei Geld verdient und dadurch wäre diese kriegstreiberische Mentalität, dieses sich gegenseitig provozieren zu immer mehr Aggressivität in der Welt, hätte nicht mehr stattgefunden und genauso hätten die Pharmakonzerne und Gesundheitssparten nur noch dann gutes Geld verdient, wenn die Leute seltener krank geworden wären durch Stärkung der Immunsysteme und so weiter. Und damit wären wir dann vielleicht schon so immungestärkt jetzt gewesen durch die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, dass eigentlich Corona auch nie ein Thema gewesen wäre. Ne? Ja, in dem Sinne gebe ich weiter und das ist dann traditionell der Lucky. Jetzt muss ich also wieder, Moment, muss ich gucken, wie ich das mache. Ich gehe hier hin. Gehe hier hin, gehe auf Lucky, wo ist er? Da ist Lucky. Und Lucky, in 3 Sekunden kannst du beginnen. 21, 22, 23. Ja, ich will da anschließen, was du zuerst gesagt hast. Weil ich bin nämlich gerade aus einer Konferenz davor gekommen, wo einer sagte, wir müssen mehr Fragen stellen. Dass Fragen stellen, wir mehr mit erreichen, als wenn wir Leute, ja, ich sag's mal so, indoktrinieren wollen. Also mit unserer Meinung, die ja schön und richtig ist und ja auch teilweise die ganze Menschheit umfasst. Aber trotzdem haben wir ja so ein Sendungsbedürfnis, wo wir viele Leute eben vom Kopf stoßen, weil, wie du richtig beschrieben hast, Dylan, das erlebe ich auch so, Leute haben die Meinung immer. Und das ist das Schöne dran, die wollen die auch loswerden. Die wollen die loswerden und sich ja ein Stück weit auch drin sonnen, was die für tolle Typen oder Frauen sind, die das eben so gerafft haben und das wissen, wo es lang geht. Und da finde ich, sollten wir sie mehr beim Wort nehmen und immer mit Fragen sozusagen
dahin führen, wo wir eigentlich hinwollen. Was ist denn eigentlich nun richtig oder falsch? Was ist denn deine Meinung zur Klimakatastrophe? Gibt es die nicht? Ist sie gelogen oder so weiter? Was ist mit Corona? Wie schätzt du das ein? Und wie willst du eigentlich deinen Kindern oder Kindeskindern, welche Welt willst du hinterlassen? Wie stellst du dir eigentlich vor, wie es hier in 30 oder 40 Jahren aussieht? Ja, haben wir einen Kampf um Wasser, um Lebensmittel, wenn man von Flüchtlingsströmen, weil Afrika keine Lebensmittel mehr herstellen kann, oder Atomkrieg, wenn man dann überflutet. Wie stellst du dir vor? Was denkst du? Und was ist dein Teil vor allen Dingen? Was ist dein Teil davon, dass das so wird, wie du dir das vorstellst? Oder bist du überhaupt aktiv oder machst du was in der Richtung, dass es so oder so wird? Erinnert mich auch ein bisschen an den Spruch der Zapatistas: Fragen kommen wir voran. Und ich glaube, wir sollten wirklich mehr Fragen stellen, als die oft, hatte ich bei dem letzten Gespräch schon gesagt, hier mit uns, als immer nur auf ihre Irrtümer hinzuweisen. Weil ich glaube, wie gesagt, auf der rationalen Ebene bei den Leuten andocken, das bringt nicht so viel. Und die wenigsten, merkt man bei uns selber auch, findet so prickelnd erstmal, dass ihnen Fehler nachgewiesen wird und dann noch öffentlich zuzugeben. Das sind doch nochmal zwei Sachen. Vielleicht im stillen Kämmerlein denkt der eine oder die andere, ich habe recht, aber wird vielleicht auf der Straße vehement verteidigen, und weil er eben halt er oder sie gut dastehen will. Und deswegen finde ich, ist immer besser, mit Fragen Leute ja zu kommunizieren, über Fragen zu kommunizieren, nicht als ich bringe jetzt hier die richtige Meinung bei. Ja, bitte dazu, und auch ich gebe schon mal an Walter weiter. Guten Abend, Freunde. Ja, meine Thematik ist eigentlich die moderne Kommunikation, auch im Sinne von Öffi. Ich möchte da auch nicht schwarz sehen und glaube schon an die Kraft der Evolution, die das Gute und das Wahre stärkt. Trotz aller Eigeninteressen und Kapitalinteressen gehe ich davon aus, dass irgendwo mal ein Dorf, eine Gemeinschaft durch die Kraft der Liebe und der wahrhaftigen Kommunikation so schön und stark und schlau und zufrieden wird, dass es Modellcharakter hat und Schule macht. Das ist meine Hoffnung und Überzeugung. Natürlich gibt es Gründe, also die ich jetzt durchaus auch mal nenne, zu sagen, ja, die werden ja eventuell bekämpft oder die sind ja nicht stark genug und gewaltfreie, haben ja nie die Kraft gegen sie. Sich gegen gewalttätige Gruppen durchzusetzen. Aber ich glaube an die Kraft der Liebe und an die Kraft der Wahrheit. Und insofern, also sehe ich da diese Gruppe schon klar im Vorteil, weil wir meiner Ansicht nach auch noch gar nicht richtig gehend geschafft haben in die höhere sich potenzierende Kommunikation überhaupt zu gelangen. Wie ist das vorstellbar? Die Menschen sind ja meinem Bilde nach die Gehirnzellen des Planeten Erde als Lebewesen, was jetzt noch einzellig im Raume schwebt und irgendwann in Hunderten oder Tausenden von Jahren das Leben mit einem anderen Organismus im All mischt. Das ist jetzt überhaupt noch nicht unser Thema, weil wir in der Pubertät sind. Also die Evolution unseres Planeten bewegt sich gerade aus der Pubertät heraus und die Vermehrung des Lebens in Erdzeitaltern kann eben noch lange dauern. Das ist jetzt
heute noch belanglos, auch wenn es Ansätze von Raumfahrt gibt. Wichtiger ist das Erwachsenwerden der Menschheit, das Friedlichwerden der Menschheit und damit die Steigerung, das Finden jener potenzierten Möglichkeiten von Kommunikation, die ja technisch in der Menschheit schon sehr gut funktioniert, wie wir an Computern und Maschinen und Brücken und Fahrzeugen ja sehen. Also hochkomplex ausgedachte Maschinen. Und irgendwann wird die Nanotechnologie dazukommen, die nochmal eine gewaltige Steigerung ist. Und was jetzt noch aussteht, ist eben die innere Evolution, die diese technisch möglichen komplexen Verbindungen auch innerlich zwischen den Menschen herstellt. Also Regelkreise aufbaut, durch die Glück gewährleistet ist, auch Gesundheit gewährleistet ist und natürlich Freiheit für das Menschentum. Ich gebe weiter bis zu meinem nächsten Modul. Ja, wen haben wir denn alles noch? Ist der Henning da? Ist noch jemand anders da? Ansonsten wäre ich ja, glaube ich, dran. Okay, wenn keiner sich beschwert, lege ich mal los. Ja, danke an die Vorredner. Ich beschreibe ja immer gerne auch meinen Stand der Dinge. Also über den Hintergrund, da wisst ihr durch das Forumsthema dann schon gut Bescheid im Freien Argumentekulturforum. Und dann beschreibe ich also mal, was mache ich daraus? Also wie setze ich das in meinem Leben um? Auf der theoretischen Ebene, ja, habe ich mir insbesondere zum Ziel gesetzt, gegen den Frust, den begründeten Frust, den auch ja meine Mitidealisten haben, Hoffnung zu geben. Also der Frust ist natürlich begründet, weil so wenig Leute bereit sind, eben mitzudenken oder gar auch praktisch mitzumachen, auch in Alternativexperimente zu gehen, ob das Reformmodelle sind, wie die Wohlfühlstimme oder ob das Kommuneversuche sind, Hausarzt, Vertrauenskommunen oder aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen. Also wir haben da sch schöne Konzepte zu bieten, das ist der erfüllendste aus meiner Sicht, was man sich vorstellen kann. Aber die Menschen beschäftigen sich da gar nicht richtig mit. Und das kann natürlich schon sehr frustrierend sein. Und da habe ich mir zum Vorsatz gemacht jetzt, dass ich die stärksten Argumente von uns nochmal so in den Blick bringe und mit der Frage das verbinde, ja Leute, wie wollen wir das sehen? Sind das wirklich starke Argumente? Sind das Argumente, die notwendig sind für eine gute Zukunftsentwicklung? Und wenn das so ist, dann können wir mit ja, viel Mut und Zuversicht sagen, wir bleiben dabei, lassen uns nicht beirren und setzen uns ein für das logisch Notwendige, für eine gute Zukunftsentwicklung. Und man hat dann keine andere Hoffnung, kann keine andere Hoffnung haben. Aber die Hoffnung kann man auch haben, dass, weil das so logisch notwendig ist, eben zu irgendeiner Zeit die Menschen dann vielleicht doch dazu aufwachen und man das dann in nötigem Maße umsetzen kann. Ihr findet im Forum, ich werde das verlinken, diese Auflistung der allerstärksten Argumente. Und ja, eine Seite der Theorieexperimente, die mich im Moment gerade auch besonders fasziniert. Wir haben einen Verbündeten auch, der heißt Louis, der war auch oft bei den Talks mit dabei. Und der hat so einige kritische Aspekte an Dylan, zum Teil aber auch an mir und auch an der Frage, wie machen wir hier diese Talks und so. Zum Teil hat er diese Kritik auch bezüglich des Forums gehabt. Wie sinnvoll ist es, da mitzumachen?
Und ich habe ihm dann immer gesagt, also eigentlich müsste schon jeder Mensch auf der Straße sehen, er ist ein denkendes und sprechendes Tier. Und wenn man Probleme dann hat, also auch entscheidende Probleme, Probleme, die Schicksalsprobleme der Menschheit sind, dann sollte man auf diese wesentlichste Fähigkeit, das Denken und Sprechen, nicht verzichten, um die Probleme lösen zu können. Also eigentlich gibt es guten Grund, dass schon der ganz normale Mensch, wenn er sich so wahrnimmt, was ist sein Wesen, was sind seine wesentlichen Fähigkeiten und wie soll er Problemsituationen behandeln, da müsste er eigentlich schon auch der ganz normale, einfache Mensch sagen, die Schlussfolgerung lautet, vorwärts mit der Kommunikation, vorwärts mit der freien Argumentekommunikation. Und da muss man ganz lange sagen, auch bei Problemen und Konflikten, umso mehr vorwärts, statt dass man diese wesentlichste Schiene der Problembehandlung reduziert oder gar abbricht. Also massive Argumente, sich mit drauf einzulassen, auf so eine Vorwärtsentwicklung der freien Argumentekultur. Und noch viel mehr gilt das natürlich für Leute, die sich als Alternative verstehen und sich zu bestimmten Idealen schon ausdrücklich bekennen. Oder einander auch die Zusage geben, dass sie so mit freier Argumentekultur und gewaltfreier Kommunikations- und Konfliktkultur auch untereinander umgehen wollen. Ja, und trotzdem, der einfache Mensch von der Straße hat ja nun, weiß Gott, keinen zu großen Drang, hier zu uns zu stoßen oder bei freier Argumentekultur mitzumachen. Auch sonst, ne? Also wenn jetzt jemand sagen würde, ja, woanders, ne? Da gibt's das schon und da ist das viel besser oder so, dann sagt das bitte, weil dann gehen wir da die auch hin, ne? Oder verbessern unseres oder geben es auf und ersetzen es durch das Bessere, würden wir alles machen. Aber ich glaube, dass es so ist, dass ihr dann eben nichts anderes finden werdet, wo das so nennenswert gemacht wird. Und ja, und da habe ich diesen Luis, der hat im Forum dann nochmal seine Kritik dann auch geäußert. Und da habe ich ihn eingeladen, dass die Strategie erstmal aufs Vorwärts zu bauen, bevor man da eben aufhört dann und es dann da irgendwie reduziert. Also dass die logische Konsequenz ist, dass man vorwärts agiert. Und vorwärts kann heißen, nach unseren Methoden eben auch, dass man dann bei Problemen und Konflikten, ich habe übrigens das Piepen gehört, ich mach noch eben zwei Sätze fertig, dass man hingeht und die Kommunikation verbessern will, vorwärts treiben will und auch so in der Weise, dass wenn man das nicht alleine zu zweit schafft, dass man dann andere Konflikthelfer mit dazu nimmt, bis man es eventuell auch vor die Gesamtgemeinschaft bringt. Und eine ganz tolle Methode kann eben sein, auch unser Forum zu nutzen. Da haben wir einen Bereich für die Friedensagentur und da könnte man Mediation miteinander machen. Das kann man auch schriftlich machen und man kann das richtig zuspitzen. Man greift sich einzelne Themen raus. Man sagt, okay, jetzt wird das richtig kurz und knackig hier, der Austausch auch gemacht, dass man das immer in drei Sätzen macht, also und dann auch nicht mehr als drei Nebensätze, würde ich sagen. Und dass man schaut, was kommt dabei raus, wenn man das so wirklich mal richtig gründlich ja, durchführen will. Und da habe ich jetzt heute mal für diese Kritikpunkte, die der Louis genannt hat, vier Themen eröffnet, da im Friedensagenturbereich. Glücklicherweise sind sowohl Dylan und Louis wie ich keine Leute, die Diskretion groß brauchen oder interne Bereiche, in denen man sich austauscht, sondern wir sagen, lasst uns gleich auf die öffentliche Bühne gehen. Und deshalb konnte ich das im öffentlichen Bereich machen. Also ihr alle, liebe Zuschauer, die ihr da mal schauen wollt, was machen die denn da und wie kann das funktionieren? Seid herzlich eingeladen. Ihr werdet das finden in dem Freie Argumente-Kulturforum. Ja, und da kommt jetzt vielleicht, also in der Form, ich wüsste gar nicht, dass das irgendwo anders schon so ist, ne? Auch ich habe auch noch nie drei Leute gehabt, die sowas öffentlich dann modellhaft mal machen würden. Also da können wir richtig modellhaft jetzt mal so diese Dreisatzmediation in Schriftform vorführen. Ja, gut. Das heißt, ich gebe erstmal wieder weiter. Ja, ich gehe davon aus, dass ich dran bin und ich hoffe, ihr hört mich. Und ich will dieses Bild verwenden. Ihr habt ja dann schon Fotos von mir, waren ja genügend zu sehen gewesen. So, dann fange ich mal an damit, dass ich ja sage, ich biete an für solche
Also persönliche Diskussion finde ich mal sinnvoll. Ich biete an, dass wir Donnerstag 20:15 Uhr, also wir haben ja jetzt eigentlich für alle Wandelgespräche-Fans haben wir ja den Ausgangstermin und Haupttermin montags. Und für die, die da noch nicht genug von bekommen haben, haben wir noch den Samstag 20:15 Uhr, den ja Öffi auch als Wandelgespräche mittlerweile auch bezeichnet, was ich ihm ja auch empfohlen hatte. Und wir könnten noch den Donnerstag 20:15 Uhr könnte ich anbieten, wo ich nochmal eine Sendung produzieren könnte, gerade um solche kontroversen Dinge zu besprechen. Ne? Ich setze auf diesen Donnerstag 20:15 Uhr Termin, habe ich auch im Forum geschrieben gehabt. Ja, und dann möchte ich beginnen, also jetzt meinen Beitrag mit dem Zukunftsbild. Also da sieht man, wie gering die Unterschiede eigentlich sind und dass auch die GWÖ-GWO-Kombi, Kombination Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, die GWÖ-GWO-Kombi eigentlich doch da auch dahin will, wo viele andere auch hinwollen. Nämlich das Zukunftsbild ist hier, ich habe es gezeigt hier, Kommunen. Ja, also für mich ist jetzt eine Welt voll von Kommunen. Da wollen wir auch hin. Wir beginnen damit bei der GWÖ-GWO-Kombi, dass die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften die Menschen aus der Einsamkeit rausholen, weil der Arzt kriegt ja nur noch für gesunde Menschen, also und für Gesundheitsförderung viel Geld und so weiter. Das Hausarzt-Gesundheitsteam sozusagen, die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, und dann werden die Ärzte sehr schnell anregen, Leute, wollt ihr nicht mal ausprobieren, in Mehrgenerationengemeinschaften zu leben? Und irgendwann wird er vielleicht auch sagen, ja, wollt ihr nicht mal ausprobieren, die Bonobo-Schenker-kommunistischen Kommunen auszuprobieren. Und irgendwann wird er vielleicht auch sagen, ja Leute, wer hätte denn mal Lust, die vom Weltrat empfohlenen Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen à la Bonobos sozusagen zu leben. Und da wäre ich dann natürlich sofort dann da Feuer und Flamme und dabei. Als Kunde meiner Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, ja. Und dort ist es so, dass ich mir vorstellen kann, erstens, dass wenn alle in Kommunen leben, ich kann mir sogar dann vorstellen, dass die sagen, wir schaffen jetzt den Tauschhandel ab und das Geld ab, ja. Denn wir sind zufrieden mit dem, was unsere 150 Gruppengenossen, unsere Kommunengenossen so an produzieren, an nötigen Gütern. Gütersüchtig sind wir nicht mehr, konsumsüchtig sind wir nicht mehr, weil wir so viel liebevollen menschlichen Kontakt haben in der Gemeinschaft, dass wir eigentlich den ganzen Schrott nicht mehr brauchen, den wir früher meinten zu brauchen. Und dass wir dann eben nur noch sozusagen mit dem zufrieden sind, was die 150 Gruppengenossen uns produzieren. Allerdings, sobald man den Tauschhandel wieder praktiziert, empfehlen wir ja, dass wir unbedingt dann die GWÖ-GWO-Kombi wieder brauchen, diese Technik brauchen, denn und dann wird man auch das Geld noch weiter verwenden können, denn das Geld hat aus naturwissenschaftlicher Sicht ja eigentlich nur die Funktion, dass man nicht mühsamst Güter eintauschen muss. Vielleicht man tauscht Sachen ein, die man gar nicht haben will, und muss sie dann bei anderen wieder gegen Güter eintauschen. Und da ist das Geld einfach ein praktisches Hilfsmittel. Also aus meiner Sicht entweder Tauschhandel und Geld abschaffen oder Tauschhandel beibehalten. Dann sollte man aber auch das Geld noch beibehalten, weil es einfach nur praktisch ist aus naturwissenschaftlicher Sicht. In dem Zukunftsbild liebevolle Kontakte, besonders wenn es Richtung Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehen geht, ein erfülltes Liebesleben für alle Beteiligten und so weiter. Allerdings auch ebenso das Schenken zum Beispiel bei den Bonobos ist ja das Schenken der Männer an die Frauen nicht völlig selbstlos, sondern es ist irgendwo schon auch, die warten schon auch auf die Bezahlung der Frauen durch Anerkennung, Respekt, für die Geschenke, für die Sympathie, Liebesgefühle. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund.
Liebesgefühle und eben vielleicht eine etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit, der Vater des nächsten Kindes werden zu können, weil die Frauen eben gerade wegen ihrer Sympathie und Liebe da einen erleichterten, einen kleinen Vorsprung auf dem Weg zu den Eizellen gewähren, sozusagen. Also wir sehen die Frauen eben als die, die die Leistung messen. Also wir halten ja völlige Konkurrenzfreiheit und Wettbewerbsfreiheit und Leistungsfreiheit nicht für möglich, aber dazu vielleicht später. Ja, und ich werde auch nachher nochmal auf das Thema Krieg und Corona gezielter eingehen, aber in der nächsten Runde. Und jetzt gebe ich erst einmal weiter und muss gerade die Technik vorbereiten für den Lucky. So, Lucky, wo ist er? Lucky, in 3 Sekunden kannst du beginnen. 21, 22, 23. Ja, Dylan, da sind wir einer Meinung. Ich glaube auch, dass Tausch und Geld zusammengehört und geldlose Gesellschaft nur ohne Tausch geht. Aber da haben wir uns schon öfter unterhalten, dass ich glaube auch, dass dieses Leistungs- und Konkurrenzprinzip, dass das auch abgeschafft werden muss, weil uns das krank macht. Und da habe ich halt zum ersten Mal auch die Frage, du weißt ja, mit Bollewust, da blicke ich nicht so richtig durch. Ich denke auch, dass wir uns dann auch unterscheiden, ziemlich stark noch von den Tieren in vieler Hinsicht. Aber mich mal würde interessieren, machen eigentlich die Bollewust-Frauen, machen die auch Geschenke an die Männer oder machen nicht nur Männer an Frauen Geschenke? Interessiert mich mal so nebenbei bei den Bollewust. Ansonsten denke ich, dass wir inzwischen ja eine andere Entwicklungsphase haben, wo es auch bei 8 Milliarden Menschen nicht mehr so wichtig ist wie früher, dass es um die Vermehrung geht. Weil es ja immer das Argument, was du bringst, dass die Bonobo-Frauen halt den richtigen Erzeuger haben wollen, dass sie für ihren Nachwuchs nur besser haben. Ansonsten stimme ich dir natürlich überein, dass freie Liebe und wenn wir eine mehr befreitere Sexualität hätten, als heute der Fall ist, also eher das Gegenteil heute, ist auch kommt von Freiheit dabei, dass wir natürlich entsprechend glücklicher wären und uns mit entsprechenden Ersatzbefriedigungen, mit materiellen Sachen oder Drogen oder sonst was nicht ablenken müssten von unseren wahren Bedürfnissen, wie zum Beispiel eine befreite Sexualität, aber auch Kreativität und andere Sachen, die ja ziemlich verschüttet sind bei diesen heutigen durch Kampf und Konkurrenz und Geld, dem schönen Mammon, mit in der Bibel heißt, dem schönen Mammon hinterherhechten, dass die uns ja davon ablenken, von unseren wahren Bedürfnissen und ein Stück weit auch zur Ruhe kommen, Stabilität in uns ruhen, Weltfrieden mit uns selber finden, glücklicher werden, dass uns da eben dieses System, in dem wir leben, hier oder was ein Stück weit ja auch von uns Menschen geschaffen worden ist, dass wir uns damit ablenken und kaputt machen. Kaputt machen, auch in der Hinsicht so weit, dass es irgendwann also auch den Globus insgesamt betrifft, weil ich sehe die Naturkatastrophe, Klima, Stichwort, der Dominoeffekt oder wie heißt es, Dooms-Ding da, dass es also sich gegenseitig dann immer hochschaukelt und dann plötzlich dann schnell geht, die Spirale immer schneller wird mit der Erhitzung der Meere und so weiter. Da glaube ich, dass wir da, wenn wir noch eine enkeltaugliche Welt hinterlassen wollen, dass wir da mehr machen müssen, als was wir bisher machen. Ja, und deswegen hatte ich ja schon mehrmals gesagt, deswegen glaube ich nicht an diese Kommune-Ding, dass es immer mehr werden und irgendwann diesen Kippeffekt gibt, weil so viele Kommunen sind. Aber wie gesagt, das ist ein altes Thema von mir. Außerdem glaube ich auch, dass wir den Leuten was anbieten müssen, außer immer nur diese. Jeder mal in dieser Landkommune, jeder mal in jener Landkommune macht man die Erfahrung. Ich glaube, das war dann mehr die große Mehrheit der Leute nicht hinterm Ofen hervorlocken können damit, sondern dass ihnen das einfach nicht entspricht. Entweder weil sie so geprägt sind wie bisher, oder ja, angsteinflößend, was vielleicht mit dazu zuhört, oder einfach auch, ja, eine Zweifamilie oder eine Zweiergeschichte glücklicher sind und natürlich auch viele Sachen zum Aufgeben hören, also Aufgeben von der bürgerlichen Existenz, was du und also Dillnitz und Öffi ja irgendwie auch mal so diskutiert habt, also inwieweit das also ein Stück weit auch unglücklich macht oder einfach ein Sprung ins Wasser ist,
den, wo viele vor zurückscheuen. Und da denke ich, können wir natürlich immer weiter sagen, eine Kommune, probier doch mal, das war das Gelbe vom Ei. Das wirst du erst merken, wenn du drin bist, mach doch mal, können wir natürlich weitermachen, aber ich habe das Gefühl auch, ich habe auch mit mehreren verschiedenen sozialen Schichten Kontakt, aber ich denke, dass es das manchmal so ein bisschen ist, wie auf ein krankes Pferd einzureden. Und da sollte man entweder aufgeben, glaube ich, entweder aufgeben oder uns eben andere Möglichkeiten suchen. Wie können wir an die Leute andocken eigentlich? Außer mal diese einen Hammer rauf und dann jeder mal in die Kommunen, da ist alles besser und so. Also ich vereinfache jetzt mal ein bisschen. Ja, weil ich finde, da wir sollten unsere Energie und Kraft und Hoffnung jetzt verschwenden an den Stellen, wo wir mit dem Kopf in die Mauer rennen. So. Dazu gehört aber Walter nicht. Da erlebt er ein bisschen anders. Der hat ja für sich das so gefunden, dass es was ist. Und mal sehen, ob es da noch mehr gibt, die sich ihm anschließen wollen. Und damit gebe ich an Walter weiter. Dankeschön, Luki. Ich warte noch mal ein, zwei Sekunden wegen der Technik. Und dann versuche ich anzuschließen, wo ich aufgehört habe vorhin. Und das Grundthema ist ja die Kommunikation, wobei ich die Menschheit, uns als 7 Milliarden Menschen jetzt vergleiche mit dem Gehirn eines Menschen. Wir sind eben die hochspezialisierten Denkzellen der Welt und haben insofern eine Eigenheit, die vielleicht alle anderen Zellen wie die Tiere und die Pflanzen nicht haben. Und das ist dieses spezielle Selbstbewusstsein und auch die Rückerinnerung, weil vielleicht uns auch als Gehirnzellen es möglich ist, aus dem Allsein herauszufallen, was Tiere eventuell nicht können. Aber das gehört zum Bereich der Spekulation, den ich jetzt auch nicht weiter vertiefe. Auf jeden Fall können wir als Gehirnzellen der Welt durchaus uns isoliert fühlen, was ja vielleicht Gehirnzellen in eines jeden Menschenkopf in dem Sinne so nicht können. Aber wir können natürlich auch nicht wissen, inwieweit eine einzelne Zelle von den Aberbillionen im Kopf eines jeden Menschen überhaupt sowas braucht wie Bewusstsein oder Selbstbewusstsein. In der Hirnforschung und in der Psychologie untersucht man halt die Vernetzung im Gehirn und die zunehmende Verknüpfung der Zellen durch Lernen, wobei ja auch der Bereich der Instinkte sowohl im Gehirn eines Menschen als auch im Menschen selbst, in der Menschheit eine wichtige Rolle spielt, dass wir unterbewusst atmen und bei Hunger und Durst auch essen und trinken. Das sind ja die instinktiven Regungen, die aber nicht zu den höheren, komplexen Funktionen des Menschseins oder des Daseins als Gehirnzelle gehören. Also diese Funktion transzendieren wir. Wir kommen aus der Kindheit des Unbewussten der vergangenen Jahrtausende, sind durch die Kindheitsphase gegangen, in die Jugend gekommen, vielleicht so 16, 1700, dadurch, dass wir begonnen haben, Konstruktionen aufzubauen, das heißt Technik zu entwickeln. Die Steinzeitmenschen hatten ja schon erste Werkzeuge, die auch die Komplexität des Denkens schon erhöhten. Das ist halt eine Wechselwirkung zwischen Handeln und Denken. Und der Werkzeugbau zum Nüsse knacken und zum Holzfällen,
das Feuer machen zur Erleuchtung der Welt. All diese Dinge sind Symbole und gleichzeitig aber auch Werkzeuge zur Erhöhung und Komplexisierung des Denkvermögens. Und der vielleicht bei 1700 zu datierende Eintritt in das jugendlichen Stadium, bis hin nahe des Austritts aus der Pubertät mit Entwicklung der Kommunikation, des Telefons, des Internets, der riesigen Energien durch Kraftwerke bis hin zum Atom, symbolisiert halt den Austritt aus dieser Pubertät, so dass wir jetzt im Jahre 2000, 2050 langsam aus der Pubertät herauskommen und uns unseres Menschseins, unseres Planeten, was man Gott nennen könnte, also der Gesamtkörper einer einzelnen Gehirnzelle ist dann sein Gott. Danke. Der Abschluss noch. Also wir haben eine Rolle im Gesamtsystem. Der Gesamtkörper ist unsere Erde, auf dem wir leben, in dem wir werden und vergehen. Und wir spielen darauf die Rolle, Sinn zu schaffen für den Gesamtplaneten und für das gesamte Leben auf dem Planeten und nicht zuletzt natürlich für die Menschheit selbst als die höchste Form von Fühlen, Wahrnehmen und Denken, das Beste zu erzeugen, das heißt Gesundheit und Glück. Ja, danke schön. Dann bin ich wieder dran. Dank an die Vorredner. Ja, ich sagte schon, so zäh das Ganze sich entwickelt, können wir eigentlich genug Selbstbewusstsein haben durch diese stärksten Argumente, von denen ich sehe, dass sie nirgends anders so in solcher Form und solcher Stärke vertreten werden. Und können da weitermachen, weil das logisch Notwendige muss halt irgendwie zustande kommen, sonst ist es die Katastrophe. Und das ist ein Wachstumsprozess, der ja auch vom Kleinen bis zum Großen schon die erfüllende Qualität in sich hat. Das heißt, wenn man selbst so sein Sinnbewusstsein, seine Vernunftseele entfaltet, wenn man Gemeinschaft hat mit Menschen, mit denen man diese Vernunftseele auch gemeinsam richtig rauslassen kann, also durch die freie Argumentekultur etc. Wenn man dann sieht, dass es vernünftig ist, auch im Sinne echter Demokratie an alle zu denken, die von Entscheidungen betroffen sind, dann ist es wie 2 und 2 ist 4, dass die Kinder der Zukunft die entscheidende Stimmengruppe sein müssten, so gut wir eben erkennen können, was deren Stimme sagen würde. Und einiges können wir da ganz klar erkennen, dass die sagen, wir wollen leben und wir wollen hier nicht die Lebensgrundlagen von euch versaut bekommen. Und wir wollen keine digitale Willkürdiktatur, in der wir leben und so weiter. Also da kann man einige Dinge schon sehr, sehr klar erkennen und müsste das dann eben über auch irgendwelche Augenblicksprofit- und Konsumvorteile stellen. Obwohl natürlich die heutige demokratische Wirklichkeit ganz anders aussieht. Aber das ist alles sehr einfach dann. Das ist wie 2 und 2 ist 4. Und aber wir haben fast ein Alleinstellungsmerkmal, auch mit dieser Vorstellung von Menschheitskonsens, Demokratie. Und das ist faszinierend, aber eben etwas, was auch Kraft geben kann, um damit weiterzumachen. Ja, ich rufe uns das auch deshalb so ins Bewusstsein, weil ich ja in einer, nennen wir es mal, Planungsphase bin oder Lauerstellung ein Stück weit auch bin. Denn ich habe ja auch durch meinen Widerstand in der Corona-Krise, habe ich ja gesagt, Leute, am schlimmsten fehlt uns eben diese demokratische Argumente Gelegenheit,
Es gibt sie entweder gar nicht oder da, wo behauptet wird, man macht das, wie der Bundespräsident, wenn er sich da mal zwei Leute von der Straße einlädt, aber eben nicht die stärksten Argumente und nicht die stärksten Argumentevertreter. Also im Bereich Epidemiologie und Virologie und so wird der Bhakti da nicht eingeladen. Im Bereich Thema Korruption wird der Dr. Wodak nicht eingeladen. Und die beide kritisiere ich ja noch, indem ich sage, die stellen sich jetzt nicht den ganzheitlichen systemischen Wandel vor. Also da könnte Herr Bundespräsident sich auch auf meine Argumente durchaus mal einlassen. Aber das geschieht ja alles nicht. Das ist ja nur Schein und Vertröstung der Menschen. Und damit, das ist mir ganz klar, damit dürfen wir auf Dauer nicht leben. Dass also keine Argumente-Plattform in der Gesellschaft geschaffen wird, wo die stärksten Argumentevertreter und stärksten Argumente angemessen zum Zuge kommen können. Wenn wir das nicht machen, dann ist das keine echte Freiheit, keine echte Demokratie, keine Mündigkeit, keine souveränen Menschen, die ja eigentlich in der Demokratie die Basis, der letzte Souverän sein sollen. Also, was ist zu tun? Ich habe den Schritt gemacht, außer jetzt die guten Argumente, die ich uns jetzt mutgebend auch so nochmal zusammengestellt habe. Ich habe versucht, demokratisch argumentative Gesprächsebenen zu finden. Als das eben nicht klappte, habe ich gesagt, okay, zumal die wichtigen praktischen Schlussfolgerungen aus den starken Argumenten, also zum Beispiel Freiheitslager oder Reservate für natürlich lebende Menschen, wo die auch dann eine freie, echte Demokratie miteinander entwickeln würden, da das gleichzeitig noch abgewürgt wurde, habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt gewaltfreie Aktionen machen, Gesetze auch übertreten, um vor Gericht zu kommen, um da zumindest jetzt den Ansatz zu finden für die Argumentation. Auch das wurde mir jetzt mehrfach entweder verweigert oder verschleppt, viele Monate, sodass natürlich die Frage im Raum steht, wie muss man da weitermachen und was kann und muss man tun, um dieses Minimalerfordernis, Minimalbedürfnis nach offener Argumentationsgelegenheit hinzubekommen? Ich werde da ja nach den mildesten Mitteln weitergucken, aber im Endeffekt ist natürlich eine schöne Fantasievorstellung auch, also wenn man es zuspitzen müsste, dass man sowas machen kann, wie man geht nach Berlin. Ja, danke schön. Ich habe das Piepen gehört. Mach's noch rund. Eine Vorstellung ist, also ich weiß nicht, ob man da drum rumkommt im Endeffekt, ne, dass man nach Berlin geht. Im letzten Jahr haben wir das schon mal symbolisch vorgeübt, kann man sagen, und sind zu Reichstag und Kanzleramt gegangen und haben gesagt, Leute, wir machen eine gewaltfreie Aktion, die euch nicht schädigt oder behindert oder stört oder blockieren soll, sondern wir machen das konstruktiv ergänzend, wir wollen euch was schenken. Wir möchten hier jetzt ein zusätzliches Büro euch schenken. Und zwar ein erstes korruptionsbefreites Büro. Ein Büro, wo Argumente statt Korruption gelten. Und eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur, die uns ja die ganze Zeit fehlt. Ne? Denn wir haben Arbeitsagenturen und Kriegsministerien, aber keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Also wir haben für die wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben keine Organisationszentralen. Ja, wir haben die uns abgewiegelt im letzten Jahr und wenn es hart auf hart kommt, denke ich, dann bleibt einem kaum was anderes übrig, als eine derartige gewaltfreie Aktion zu machen, dass man hingeht und sagt, Leute, da geht jetzt kein Weg dran vorbei. Ich stürme jetzt auf pazifistische Weise hier diese Zentralen, um da so ein Büro reinzubringen. Und ihr müsst euch überlegen, wie ihr darauf reagiert. Also ich hoffe, es geht anders und man kommt da irgendwie mit milderen Mitteln so ins Gespräch, aber irgendwas muss man machen, weil wir dürfen alle nicht einfach diese Situation wegrutschen lassen. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Und damit gebe ich weiter. Ja, dann muss ich wieder Technik machen. Ja, ich lasse es mal dabei sein bei dem Bild. Ja, also, ich muss noch mein Zukunftsbild ergänzen mit damit, dass was ja Lucky sicherlich schon gut entgegenkommen würde, ist, dass ich mal in meiner Vorstellung in den Kommunen und Gemeinschaften
jeder Mensch tatsächlich nur 3 Stunden Beschäftigung ausüben muss pro Tag, weil das einfach die Zahl ist, die man so aus der Beobachtung von Naturvölkern hat. Da hat man sogar 2 Stunden 40 nur gefunden, ja, naturnäheren Völkern. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist aber nicht möglich, solange die Welt noch kapitalistisch, angriffslustig, kriegslüstern und so weiter ist. Und zwar beschreibe ich das mal, was dieser weltweit wichtigste Denker in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten laut Royal Society geschrieben hat, nämlich, er hat den Rosenkrieg beschrieben, den Krieg im Kleinen, und daraus wird aber auch klar, was man zum Krieg im Großen zu halten hat zur Ukraine. Ja, also im Kapitalismus, also und dieser Professor hat einfach nur beschrieben, dass Rechtsanwälte, wenn sie eine Scheidung, anstatt sie friedlich und ja, einvernehmlich zu gestalten, auf ihre vorteilbringenden Irrtümer ihrer Sparte, der Rechtsanwaltssparte, hören und die also mit allen möglichen nicht bewussten Tricks diesen friedlichen Scheidungsprozess in einen Rosenkrieg, in einen kriegerischen Prozess umwandeln. Und dadurch verdienen sie nämlich mehr. Und im Kapitalismus verdienen sie an der Vergrößerung des Streites oder der Erzeugung eines Rosenkrieges, die Scheidungspartner in einen Rosenkrieg hineinzutreiben. Durch diese Rosenkriegstreiberei verdienen sie einfach mehr. Und das Gleiche gilt eben für die Waffenkonzerne. Die verdienen dann mehr, wenn es gelingt, die Menschheit kriegslüstern denken zu lassen und vorteilbringende Irrtümer auszubreiten, dass es ja die Menschen kriegsgestimmt machen. Ich habe ja die Urszene ist ja die, der erste Früharzt und Frühhändler, der auch Steinäxte dabei hat, erzählt als Irrtum, rein zufällig, als zufällige Mutation im Geistigen, eine Geschichte, die er vielleicht falsch übersetzt hat, nämlich dass angeblich eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen hätte und das Blut in Strömen geflossen wäre und so weiter. Und dann kaufen natürlich am nächsten Morgen, reißen ihm die Menschen verängstigt, kaum geschlafen vor Angst, die Steinäxte aus der Hand und kaufen die ihm ab. Und irgendwann fangen sie auch nach 390.000 Jahren dieser Gehirnwäsche, fangen sie auch an, tatsächlich ernsthaft präventiv die anderen Gruppen totzuschlagen, um selber nicht totgeschlagen zu werden. Und bald wartete dann die Welt in Blut. Ne? Und die Ukraine ist nur ein Folgesymptom davon. Ne? Diese Mentalität, das gegenseitige Provozieren und all diese vorteilbringenden Irrtümer wirken sich halt so aus. Und solange das so ist, darf man nicht auf 3 Stunden runtergehen. Man muss so lange 8 Stunden, man muss in Hightech-Land bleiben, sonst geht es nämlich uns wie der Ukraine. Die Ukraine hat sich durch vorteilbringende Irrtümer manipulieren lassen. Sie war die drittgrößte Atommacht der Erde. Und nie hätte Putin gewagt, die Ukraine anzugreifen, aber die Ukraine hat sich durch irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer und Versprechungen der anderen Staaten der Erde dazu bewegen lassen, freiwillig alle Atomwaffen abzugeben. Und dadurch wird sie abgeschlachtet. Jetzt ist sie freiwillig und wird abgeschlachtet. Und außerdem hat wahrscheinlich die Ukraine auch nicht genügend politisch das Richtige gemacht und dafür gesorgt, dass es ein Hightech-Land ist und bleibt. Und dann hätte es vielleicht sich mit einem rein defensiven Raketenabwehrriegel noch behelfen können. Und hätte quasi ja letztendlich sozusagen wenigstens alles Angreifende, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, alles Angreifende mit diesen Mini-Raketen, Defensivraketen, alles Angreifende, bevor es schädlich werden kann, zerstören können. Aber genau beides hatte die Ukraine nicht. Und
Ja, und wir sehen ja, was passiert, wenn man vorschnell, bevor die ganze Welt vielleicht in pazifistischen Kommunen lebt, und ich sehe das ja als die Folge der GWÖ-GWO-Kombi weltweit, die wir ja weltweit dann, die wollen wir ja die Welt beraten mit unseren Professoren, ne? Und wenn das, solange das nicht geschieht, muss man, also ich sage, wir müssen erst die Übergangsphase haben, dass die Waffenkonzerne nur noch für Friedensförderung Geld bekommen und nicht mehr für Kriegstreiberei, sondern nur noch für Friedenstreiberei. Und ohne diese Übergangsphase kann ich mir kaum vorstellen, dass wir wirklich schnell in eine pazifistische Menschheitsbewegung reinkommen, weil die Konzerne nach wie vor sonst Geld verdienen können. Also ich halte eben ja die GWÖ-GWO-Kombi auch deswegen als notwendige und entscheidende und wichtige Übergangsform. So, und jetzt versuche ich wieder umzuschalten. So, ich gehe auf. Lucky, in 3 Sekunden bitte wieder loslegen. So, ich glaube, die 3 Sekunden sind vorbei. Ja, ich hoffe, das war im Kopf mit den Fragen, vielleicht dann in der nächsten Runde mit den Bolobo-Frauen, ob die auch Geschenke machen oder ob das eigentlich immer nur die Männer sind. Das war die eine Sache. Die andere ist, denke ich, dass ja trotz der Wohlfühlstimme, denke ich, dass so ein Krieg immer noch das am besten und schnellste am Profit machen ist. Nicht nur durch die Waffen, sondern für die Wirtschaft insgesamt. Ich meine, was jetzt an Infrastruktur zerstört wird, an Warenwerten und so weiter, das ist doch ein besseres Investitionsprogramm, gibt es doch ja nicht. Also wenn du irgendwie wieder einen Markt suchst, wo du investieren kannst, ist doch Krieg einfach immer das Beste, weil da kannst du einfach von null anfangen, kannst du halt neu verkaufen. Ja. Ob das nun Geschirr ist, Maurer, Sachen oder sonst was, ja. Handwerker haben auch wieder aufbauen und so, ist doch ein dermaßener Boom-Faktor, so ein zerstörtes Land, besser geht's doch gar nicht. Und deswegen glaube ich, ist ja auch, sind Kriege einfach auch ein wichtiger Teil, um den Kapitalismus sozusagen vom Kollaps zu retten. Deswegen müssen Kriege geführt werden. Da brauchen wir uns ja keine Gedanken machen, dass das irgendwie zu verhindern ist in dem jetzigen System, finde ich, meine Meinung. Und das es sei denn, du weichst auf andere Planeten aus, da kannst du vielleicht noch was machen, aber ansonsten ist ja hier auf der Markt schon, hier auf der Welt schon alles fast durch, kommerzialisiert, dass du kaum noch so Märkte neu entdecken kannst. Und da ist einfach das, für mich der Krieg das Beste. Ganz wichtig noch, ich gefäße, beim nächsten Mal bin ich nicht dabei. Nächsten Montag muss ich hier arbeiten und da kann ich ausnahmsweise mal nicht dran teilnehmen. Falls ich nachher nicht nochmal sage, ich vergesse, habt ihr hiermit schon gehört. Also wundert euch nicht, wenn ich nächstes Mal nicht dabei bin. Hängt, wie gesagt, nicht mit der inhaltlichen Diskussion zusammen, sondern mit was anderem. Ja, und dann würde mich noch interessieren, was es neu gibt. Neu gibt in Bezug auf die Firmen, die da angeschrieben wurden, die auch beauftragt worden sind. Nicht angeschrieben worden, sondern die haben einen Auftrag, dass wir das machen sollen für uns. Auch wenn er mit Geld bezahlt. Ob es da schon eine Rückmeldung gibt, würde mich auch noch interessieren. Ja, und damit gebe ich wieder an weiter an Walter. Dankeschön. Ja, die Evolution der Kommunikation, der Menschenseele, des Menschseins. Kampf und Not werden schon früher oder später, hoffen wir mal auf bald, der Vergangenheit angehören. Ja, ein Pessimist könnte sagen, es kann ja noch Jahrhunderte dauern, bis der Kapitalismus oder auch Kommunismus oder sämtliche Systeme die Menschheit irgendwie einengen, überwunden sind. Es ist ja im Wesentlichen momentan wohl
Kapitalismus und Kommunismus, die noch so existieren. Mehr Bandbreite der Philosophien und Systeme haben unsere momentanen Philosophen da gar nicht erdacht. Also wäre mal eine eigene Wandelrunde wert, zu sagen, was gibt es denn als reale Systeme in der Welt, in denen wir Menschen leben? Ja, von der Familie, der Kleinfamilie, aus der dann vielleicht sogar der Single hervorgehen kann, der Großfamilie, die immerhin noch vielleicht drei oder sogar vier Generationen unter einem Dach vereint, das Dorf mit der Zusammenfassung etlicher Familien und die Stadt mit dem gemeinsamen Zusammenleben von Millionen bis hin zu Dutzenden von Millionen von Menschen in weitgehend von Landwirtschaft abgekoppelter Daseinsform. Ja, wo ist da unsere Kommunikation und brauchen wir überhaupt diese Maßstäbe der Systeme des Kapitalismus oder eine Art von Kommunismus? Es gibt da ja auch einen neuen buddhistischen Kommunismus, der auch eine gewisse Heilsaussicht verspricht durch Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung. Das sind alles im Grunde ja nur Äußerlichkeiten. Denn genauso wie die Imagozellen in der Raupe die Umwandlung der Raupe in den Schmetterling bewirken, so wird in der Menschheit dieser Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen vonstatten gehen durch einen Vernunftsprozess, der ja eigentlich auch schon intellektuell lange stattgefunden hat, schon mindestens seit Jesus, der ja die Liebe predigte, aber praktisch noch nicht umgesetzt ist nach 2022 Jahren, weil wir ja noch sehen, dass Zerstörung, mutwillige Zerstörung von Nachbarschaftsgütern noch ausgeübt wird. Das heißt, steinzeitliche Keulenmethoden werden heute noch angewendet, obwohl die Menschheit schon befähigt ist, in den Weltraum zu fliegen und Computer zu bauen und höchst komplexe Strukturen zu bilden mit Regelkreisen, die auf das Millionstel genau funktionieren. Aber gesellschaftlich haben wir diese Regelkreise noch nicht so weit entwickelt untereinander, dass wir wenigstens Armut und Not und Mangel und Wasserknappheit und vollständige gerechte Gesundheitssorge und so komplett umgesetzt hätten. Aber im Grunde ist es eine sehr einfache Aufgabe, gemessen an den Mitteln, die dieser Saurier Menschheit noch für seine Rüstung ausgibt, weil er noch nicht ins Vertrauen und in die göttliche Liebe gefunden hat und in die damit verbundene Wahrheit. Und wenn dieser Prozess irgendwann mal abgeschlossen ist, der jetzt beim Austritt aus der Pubertät erfolgen wird, dann ist die Versorgung aller Gehirnzellen, das heißt aller Menschen, ein leichtes, überall auf der Welt Wasser hinzubringen, gute Nahrung, gute Bildung und Gesundheitsaufklärung, die auch jedes Wesen gesund erhält. Ja, Walter scheint fertig zu sein. Dann bin ich wohl wieder dran, dank den Vorrednern.
Ja, also im Ganzen sehe ich die Lage entspannter als in den meisten Zeiten meines Aussteigerlebens bisher. Also ich mache es ja seit mehr als 30 Jahren und da waren ja nun wirklich ganz harte Lebensumstände mit dabei. Also in den ersten Jahren in freiwilliger Obdachlosigkeit, Sommers wie Winters und dass man auch nicht staatliche und kirchliche Versorgungseinrichtungen in Anspruch genommen hat, sondern nur persönliche Gastfreundschaft. Also wir wollten nichts aus Mitleid, sondern dass die Leute uns aus inhaltlichem Verständnis unterstützen, wenn wir Unterstützung bekommen. Und danach auch die erste Zeit, solche Kommunen zu bilden. Also dann, wir haben ja gesagt, wir machen es nicht gleich das schöne, nette Öko-Leben, sondern bestellen uns den härtesten Aufgaben, also dass man vor den Pflanzen und Tieren sich erstmal um seine Mitmenschen auch kümmern muss. Wenn man es nicht macht, weil man sie als Mitmenschen so liebt, als seine Artgenossen, dann muss man es einfach auch steuerungspragmatisch tun, weil sie die große Dampfwalze haben und steuern, die auch alle anderen Lebensformen dann plattwalzen wird. Also man muss halt die Steuerungszentrale auch verantwortlich stellen, statt äußerlich da irgendwo rumzukratzen. Und da haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt alternative Sozialarbeit, ein Haus der Gastfreundschaft. Alle Menschen sind uns willkommen. Wir nehmen auch die abgerutschten und schrägen Brüder und Schwestern, menschengeschwisterlich auf. Das war zum Teil so Mord und Totschlag, dass ein Vereinsvorsitzender von uns gesagt hat, wenn er da zu uns ins Projekt kommt, dann fürchtet er jederzeit um sein Leben. Ja. Und obwohl im Grunde genommen aus meiner Sicht die systemische Gefahr jetzt zunimmt, also die Gefahr, dass das jetzt in so eine digitale Willkürdiktatur abrutscht. Und es hätte leicht auch schon ganz gefährlich werden können, ne? Also wenn der Impfzwang jetzt für alle gekommen wäre und ist ja nicht ausgeschlossen, dass die das auch noch weiter formen, dass er kommt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir relativ entspannte Umstände. Wobei ich sagen muss, wir hatten in einem unserer Projekte einen echt heftigen Störagenten, der da dermaßen auch, ja, Menschen angegriffen und Sachen beschädigt hat, dass das schon heftig war. Der ist jetzt scheinbar, also auch vielleicht, weil sich da der kleine Bürgermeister des Dörfchens und die Polizei, die uns schon lange kennt und uns eigentlich sympathisch findet und da verschiedene Stellen, auch Nachbarn so, haben sich da eher immer mehr mit uns solidarisiert. Also jedenfalls hat der jetzt da erstmal sich zurückgezogen, ist aber noch in der Nähe, ne? Könnte jederzeit da auch wieder irgendwelche Sachbeschädigung oder was auch immer durchführen. Aber jedenfalls schon mal vom Gelände weg, wo er behauptet hat, dass er da eben ein Wohnrecht hat, einen Mietvertrag oder sowas. Also wobei in dem Haus der Gastfreundschaft, was ja das radikale Schenker-Projekt ist, gab es nie einen Mietvertrag. Aber davon mal ab, ne? Also der ist jetzt jedenfalls weg. Wir haben eigentlich eine relativ entspannte Situation. Wir haben unsere Projekte. Wir haben nur ganz, ganz wenig planungs- und handlungsfähige Menschen, aber mit denen halten wir die Achsen halt aufrecht. Also ganz dicke Anfrage an alle, die das jetzt hören. Überlegt doch mal wirklich, ja, im Sinne, wo sind angesichts dieser Riesenherausforderung jetzt die offensten und besten Möglichkeiten mitzumachen? Rennt doch nicht irgendeinem Guru oder irgendeinem durchwachsenen, halbherzigen Konzept hinterher, wenn ihr mit ein bisschen geradem Denken sehen könnt. Hier ist es in höchstem Grade stimmig und konsequent und es sind tolle Voraussetzungen da. Also jetzt dieses Projekt, von dem ich da sprach mit dem Störagenten, ist immerhin ein ganzer Block eines Dorfes. Also man mag ja noch anderes wollen oder auch vorbereiten, aber warum man in der Zeit dann irgendwo im bürgerlichen Leben noch sitzt und nicht dahin geht, wo man schon von dem Zielzustand möglichst viel leben kann, das erschließt sich mir nicht. Also das ist mir völlig unklar. Und deshalb also meine herzliche Einladung. Freuen wir uns, dass wir nicht alle jetzt in der Kälte auf der Straße sitzen. Freuen wir uns, dass wir nicht von asozialen totgehauen werden im Moment oder zu sehr auch von staatlichen Repressionen in die Enge getrieben werden, dass da nicht die Zwangsspritze auf uns wartet. Wir sollten es als Chance sehen, um in dieser Phase jetzt ganz tapfer und beharrlich, geduldig und zielstrebig
unsere Ziele weiter zu verfolgen. Ja, also insofern ist das auch, wenn wir jetzt sagen, wir haben Schwierigkeiten und Probleme, also man könnte, wenn man es betrachtet, oder ich, wenn ich es aus der Vergangenheit her betrachte, könnte man sagen, es ist Nörgeln auf hohem Niveau. Allein schon, ne? Damals hatte ich einen Rucksack mit nassen Flugblättern, den ich durch die Gegend geschleppt habe, weil was anderes gab es nicht. Ne? Also keine Handys, kein Internet, an Zeitschriften oder Bücher war nicht leicht ranzukommen, also da auch was zu publizieren. Ja, also gemessen daran hat sich die Lage natürlich so entwickelt, dass das Pulverfass gefährlich ist und immer in jedem Moment jetzt mehr und mehr explodieren könnte auf schlimmste Weise. Ich danke, ich habe das Piepen gehört. Also das Pulverfass der gesellschaftlichen Entwicklung könnte auf schlimmste Weise explodieren und die Gefahr sehe ich zunehmend. Kann da sehr empfehlen, was der Zukunftsforscher Harald Welzer in einer Bildungssendung des Schweizer Fernsehens mal dazu erklärt hat. Also die Gefahr der systemischen Entgleisung nimmt zu, aber wir sitzen sozusagen auf einer entspannten Wolke. Und ich kann nur jedem wünschen, dass er diese Gelegenheit nutzt, da jetzt so viel wie möglich draus zu machen, statt Müßiggang oder Vertun von Chancen. Das wird man hinterher wahrscheinlich dann noch sehr stark bedauern, wenn man nicht das Mögliche getan hat in der jetzigen Situation oder in den jetzigen Umständen. Okay, ich gebe weiter. Ja, gut, dann. So, dann bleibe ich bei diesem Bild erst einmal. Ja, Luki fragt also, ja, wie gesagt, bei Bonobo-Forschung wird meistens tatsächlich schenken die Männer an die Gruppe, an die Kinder, an die Frauen. Ja, natürlich, ich weiß nicht, vielleicht hat man das wird halt einfach immer erwähnt. Wie viel die Frauen schenken und machen und so weiter, weiß ich jetzt nicht, ne? Wird selten berichtet, also wurde noch nie drüber berichtet. Ja, und dann die 1000 Euro, die wir weit und über 1000 Euro, die wir investiert haben in das Wahlbündnis ARD-ZDF-Öffnung für uns. Da berichtet die eine Dame von sehr vielen netten Gesprächen, aber die Leute sind ja, ich würde sagen, im Kapitalismus so sehr auf Einzelgängerisches und Nicht-Kooperatives ausgerichtet, dass sie einfach noch keine Erfolge zu verzeichnen haben, die beiden Firmen. Ja, und das ist ja, vielleicht ist es auch so weit, wie ich es vorhin ja auch gesagt habe. Der Kapitalismus verwandelt über vorteilbringende Irrtümer, nämlich so, ja, Englisch, ja, da musste man notgedrungen einen Lehrer akzeptieren, weil der kann wirklich gut Englisch sprechen oder ist gar Muttersprachler, und den muss ich dann mal als Lehrer akzeptieren. Aber wenn es um Gesellschaft und Politik und die Welt geht, dann weiß jeder alles. Ne? Dann bloß nicht dazulernen von anderen, bloß nicht irgendwelche Gedanken annehmen und so weiter. Ja, das sind und ja, darauf stoßen halt die auch beim Wahlbündnis. Ich bin gespannt, ob die jetzt noch mal irgendwann die ersten zusätzlichen Erfolge haben und so weiter. Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ich musste das probieren, weil das ist an sich absolut logisch, dass wir doch die Medien zwingen müssen, für eine breite Diskussion wenigstens der Teilnehmenden des Wahlbündnisses wirklich eine Öffnung der Medien zu erreichen. Denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieser Staat reagiert ausschließlich auf Wahlen, auf nichts sonst. Und da hätte man wenigstens eine kleine Chance gehabt, da was zu kriegen. Und wie gesagt, das Problem bei den Wahlen sehe ich eben darin, dass die Wähler eigentlich genau das Muster an vorteilbringenden Irrtümern in einer Partei schätzen, das ihrem eigenen Muster an vorteilbringenden Irrtümern am ähnlichsten ist, und ja, dass ich nicht mehr so sicher bin,
ob wir mit Wahrheiten überhaupt jemals im Kapitalismus eine Wahlchance haben können, weil die Menschen so verändert sind, ne? Ja, von daher gilt ja auch mein Satz wie immer, der Kernsatz lautet ja, vielleicht muss ich am Ende meines Lebens feststellen, dass meine Idee mit 35 auszusteigen, meine Praxis zu schließen und die Welt zu verbessern, dass das ein absoluter Irrtum war, weil wenn der Kapitalismus einmal begonnen hat zu laufen und dann auch begonnen hat, die Rückevolution der Gehirne zu in Richtung kleinerer Gehirne auszulösen, dass dann dass da nie eine Chance bestand, dass die Erfindung des Tauschhandels, ohne zu verstehen, wie gefährlich er ist, muss immer in einem Leiden ohne Ende enden. Und ja, und ich quäle mich jetzt seit meinem 35. Lebensjahr damit, doch alles zu versuchen, was geht. Aber jedes Mal funktioniert das nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir hatten auch mit dem Weltrat nur einige große Presseberichte, Bildzeitung, österreichisches Manager-Magazin und. Aber die ganz großen Durchbrüche sind offensichtlich nicht möglich. Im Kapitalismus geht das nicht. Oder? Ja, von daher ist es also letztendlich so, und ich werde jetzt dann nachher, denn meine Zeit nähert sich schon wieder dem Ende, werde ich dann also mal noch mehr schildern, wie denn die tolle Gesellschaft jetzt auch ohne Kommunen, weil nicht jeder kann sich Kommunen vorstellen, ohne Kommunen dann, wie die, ja, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, wie die ideale GWÖ, GWO-Kombi-Gesellschaft dann aussieht. Auch wenn die Menschen vielleicht viel zu gehirngewaschen sind durch die vorteilbringenden Irrtümer, dass sie überhaupt Gemeinschaft und Kommunen und 150er Gruppenleben gar nicht für in Frage kommend halten. Und dann muss man halt mal gucken, was die GWÖ, GWO da also wenigstens dann an fast paradiesischen gesellschaftlichen Verhältnissen erzeugen kann. Das mache ich dann in der nächsten Runde. Und ich gucke wieder. Moment. Looky, looky, looky. Wo ist er? So. Wieder wie immer 3 Sekunden, Looky, und dann kannst du loslegen. Ja, danke schön. Ja, das klang ja hinten am Schluss auch ein bisschen pessimistisch von dir. Ja, es spiele ich da auch was gegen zu sagen. Also hat mich so ein bisschen aufgebaut. Bin auch schon ein bisschen länger unterwegs. Da gehört fast der gleiche Jahrgang. Und hat mich so ein bisschen aufgebaut, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Also entweder ist es per selektive Wahrnehmung, dass ich das irgendwie jetzt mehr erlebe als früher, aber ich erlebe jetzt doch schon immer, dass sich mehr Menschen so ein Gefühl haben, so geht es nicht mehr weiter und sich also auch um entsprechende Überlegungen machen, was das eben daran aus ist, dass also im Netz hier die verschiedensten Foren und Webseiten, ökologisch und sonst was alternativ, die irgendwie versuchen, ob das nun Cradle to Cradle ist oder ökologisch Linke oder auch von den kleinen Parteien, wie gesagt, ich wollte mich auch mit dem Ehen treffen, hier von Menschenwürde Gesellschaft, der eben bei diesem Wahlprogramm auch drauf ist. Was du ja da rumgegeben hast vom Wahlleiter, diese 120 kleinen Parteien. Und weil da eben so Glück im Programm stand, hatte ich ja schon letztes Mal erzählt, wollte er halt dem mal ansprechen. Und hätte mich auch fast mit ihm getroffen, wenn er nicht jetzt Corona gehabt hätte. Aber wir haben es verschoben auf seine Nachquarantänezeit, dass wir uns nochmal treffen wollen. Und das macht so ein bisschen, also macht mir so ein bisschen Hoffnung, weil nun die Gelegenheit nie so gut war eigentlich wie jetzt, dass immer mehr Leute unzufriedener sind und eigentlich nicht so ein Grundgefühl haben, das Bestehende ist nicht mehr die Hölle vom Ei, der Kapitalismus ist nicht das Beste, das muss was anderes her. Die Unsicherheit, was stattdessen ist natürlich groß.
und unklar. Aber weltweit, finde ich, ist so eine Betroffenheit, also auch durch Corona und sonst was, alle Bankenkrise und so. Und natürlich auch Klima, weil es gibt ja auch so einen Spruch von Fridays for Future, Kapital kann kein Klima. Und das merken wohl auch immer mehr Leute, dass es irgendwie eben jetzt an den Kragen geht, also im wahrsten Sinne des Wortes hier mit Hitzesachen und Katastrophen. Und deswegen glaube ich, dass so eine Offenheit, so ein bisschen wie so ein Saatkorn, wenn es jetzt in den richtigen Boden fallen würde, dann könnte doch noch was vielleicht werden. Obwohl mir halt immer unklar ist, ob wir noch die Zeit haben, bis das dann endlich fruchtet, ob das dann nicht bis dahin schon längst hier alles zerstört ist und Chaos ist. Von daher würde mich der Optimismus interessieren, weil da, den du da an den Tag legst. Ich habe das auch nicht ganz verstanden mit der Pubertät. Pubertät, und du hast so schön gesagt, du bist dann irgendwann alle von Liebe und ja, Göttlichkeit geprägt sind, wo dann also für alle Menschen die Bedürfnisse gedeckt werden und das so schön ist, was ja auch meine, wer Utopia das machbar gelesen hat, was ja auch meine Vorstellung ist, von dem friedvollen Miteinanderleben, kooperativ und auf Geben ist weniger nehmen, sozusagen die Freude drin ist, die Freude zu schenken und den Leuten dann aus dem Herzen kommt. Und der Mensch als Erweiterung, der Mitmensch als Erweiterung einer selbst gesehen wird, und nicht mehr als das, der Mensch ist das Menschenwolf. Von daher würde mich interessieren, so, was du damit meinst. Oder du sagst irgendwann mal, was hast du da Vorstellung? Oder was heißt das mit der Pubertät? Das ist so ein natürlicher Prozess der Menschheit, ähnlich wie beim normalen Menschen, aus der Kindheit in die Pubertät kommen und dann im Erwachsenenalter, weil ich im Prinzip ja nicht mehr was machen brauche, sondern weil die mir eine Hormone machen. Im Prinzip ist das so was du meinst mit der Menschheit. Das würde mich mal so interessieren, was du damit meinst. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, und damit kann ich ja schon weitergeben an dich wieder. Passt ja. Gut, hast du die Zeit, lasse ich wieder weg. Danke. Ja, dieser Pubertätsbegriff vom Individuum auf die gesamte Menschheit übertragen, besagt tatsächlich so etwas. Also genauso wie das Kind nicht vollmündig ist und sogar ein zweijähriges Baby das Mitbaby schlagen kann, also Gewalt ausübt, weil es das einfach nicht besser weiß, so ist die Menschheit jetzt noch in diesem Erkenntnisprozess der eigenen Mächte und der eigenen Einheit. Aber der wird ja irgendwann abgeschlossen sein, dieser Erkenntnisprozess. Und deswegen glaube ich daran, dass Gewalt und Ungerechtigkeit mit der Reife einfach durch die Hormone, durch die Argumente verschwinden, weil es ja nicht zielführend sein kann. Wer kämpft, ist in Gefahr und stirbt leichter aus. Wer friedlich ist, wer kooperiert, wer liebevoll ist, kann sich besser vermehren und hat letztlich Evolutionsvorteil. Von daher ist der Vorteil der Liebe doch eigentlich einsichtig, und der Friedlichkeit. Und wenn Mehrheiten tatsächlich dies erkennen und machen, dann wird es auch gar keine Minderheiten geben, die da unterdrücken wollen, weil wenn sie nicht von Feinden, sondern von Freunden umgeben sind, gibt es keinen Grund zu kämpfen. Und wir brauchen ja einfach auch nur erkennen, also dass unsere ganzen Ideen, die wir jetzt noch mit Urheberrechten schützen, ja auch nur übertragen wurden vom Urgrund der Schöpfung in das individuelle Gehirn und dass der Erfinder, der Inhaber von Ideen, ja deswegen nicht Eigentümer ist, sondern er hat es empfangen aus dem Energiefeld und bewirkt höchstmöglichen Vorteil für die Gemeinschaft dadurch, wodurch er Anerkennung und Lob und Liebe hat, weil er eigentlich ein gesegnetes Wesen dadurch ist, dass ihm
die Gnade zuteil wurde, diese Idee zu empfangen. Ne, zum Beispiel eine Erfindung zu machen wie Tesla oder was es auch sei. Alle Erfindungen, alle Ideen kommen vom schöpferischen Urgrund und brauchen in der Zukunft nicht mehr individuell durch Konkurrenz und Urheberrechte ausgeschlachtet werden, sondern im Feld wird es halt klar kommuniziert und gemeinsam durch höhere Intelligenz genutzt, was dabei entwickelt wird. So viel zu dem Pubertätsgedanken der Menschheit. Ja, ich gehe davon aus, dass wir dahin kommen und natürlich kann auch ich nur hoffen, dass uns die üblen Täler von Atomkriegen und allen möglichen Nöten erspart bleiben, im eigenen Interesse und natürlich im Interesse kommender Generationen, wie Öffi schon sagte, die wir ja eigentlich mit einbeziehen müssten in unsere Logik und in unsere Argumentation und in unsere Welthandlung, also Handlung am Gesamtkörperwelt unserer Erde, in der Einsicht, dass eigentlich jedes Wesen Stille braucht, Nahrung, Wasser, Liebe, Ruhe, Rückzug, gute Geselligkeit, Bildung. Und das beinhaltet nicht unbedingt Megacities, die nie zur Ruhe kommen, die Unmengen Energie verbrauchen und äußerst anfällig sind auf Katastrophen, auf Naturkatastrophen, Flutkatastrophen, Vulkankatastrophen, Erdbeben. Also die Städte kommen am schnellsten in Not, wenn überhaupt irgendeine Krise eintritt. Von daher wird eine Evolution natürlich der menschlichen Siedlungen stattfinden. Jedoch das Thema ist eigentlich jetzt die Kommunikation. Also wie kommen wir von der individualistischen, egoistischen Kommunikation in die sich selbst steigernde und die Mitzelle, den Mitmenschen erhöhende Kommunikation, die dann erst zu Gedankenkreisen kommen, wie die genial erscheinen. Okay, die 5 Minuten sind um. Eine Runde haben wir vielleicht nachher noch. Danke. Ja, dann bin ich wieder dran. Danke den Vorrednern. Ja, ich habe auch gerade geguckt, wir nähern uns dem 20 vor 9. Und insofern haben wir da, denke ich, jetzt noch die letzte Runde. Die nehme ich dann gerne so auch, um nochmal das Wesentliche zu betonen, worauf es mir ankommt. Lasst uns alle uns fragen, wofür werden wir uns eines Tages in den Hintern treten oder beißen, dass wir da so nachlässig mit umgegangen sind. Und gerade die, die jetzt hier im Kreis sind, also ich bin schon total froh, dass der Dillen also schon praktische Schritte auch gemacht hat, wie zu sagen, jetzt seine Wohnung da in Köln-Süd ist eine Kommunezelle, ein Kommunekeimling. Ich würde es extrem bedauerlich finden, wahrscheinlich dann jeder andere, wenn es ihm später klar wird, auch, wenn wir mehr für unsere großen Ideale und Ziele hätten tun können und haben damit geschludert. Haben es nicht so weit ausgereizt, schon unsere Möglichkeiten, wie es machbar wären. Also ich erlaube mir durchaus auch ganz direkt zu sagen, also da stehen jetzt Projektstandorte zur Verfügung. Ich kann nur jedem raten, sich selbst die Frage überhaupt zu stellen, wie lebe ich sonst? Habe ich was Besseres? Habe ich was, was stimmiger ist, womit ich mich jetzt wohler fühlen kann? Und ich habe vorhin schon gesagt, auch wenn man denkt, ja, man kann auch dieses oder jenes noch viel tollere machen,
Das ist doch kein Grund, nicht das in Anführungszeichen weniger Tolle schon mal zu machen, wenn es auf jeden Fall ein Fortschritt ist gegenüber dem, wie man sonst jetzt lebt. Und schon gar, wenn man weiß, wir haben nicht die Zeit, wegzuschmeißen oder rumzuschludern mit unseren Möglichkeiten. Ich glaube auch an die Reifeentwicklung, zumindest, dass wir sie brauchen. Ein Schlüsselbegriff ist für mich ist ja das in der Entwicklungspsychologie sogenannte Post-Conventional Level. Aber in einem Satz gesagt bedeutet das, man muss ein Steuerruder in die Hand nehmen und insgesamt verantwortlich nutzen wollen. Man darf es nicht mehr an unverantwortliche Menschen abgeben. Das aber müsste bedeuten, dass eigentlich jeder wie Kohlen unter dem Hintern hier jetzt haben müsste, weil das machen wir aber ja alle. Also jetzt, wenn wir nicht aus dem Staat austreten, dann ist es so, dass wir wirklich den anderen unverantwortlichen Menschen, also wir schimpfen dann drüber, ne, was macht das System? Und also wir haben da nicht die Grundlage, um uns auszuruhen. Also mindestens ist ja dementsprechend mein Anspruch oder meine Einladung an Leute, kommt raus aus euren bürgerlichen Ecken und Nischen und geht hin und lasst euch ein auf kommunitäre Gemeinschaftsversuche, wo ihr so miteinander sprecht, wo ihr miteinander lernt, Probleme und Konflikte anzugehen, wo ihr miteinander lernt, andere Entscheidungsstrukturen, eben sowas wie Menschheitskonsensdemokratie zu praktizieren. Auch wenn ihr tatsächlich im Moment noch falsche Leute mit eurem Steuerruder ausstattet, aber doch wenigstens jetzt Praktikum machen und in die Entwicklungsphase gehen, in die Werkstatt, Entwicklungswerkstatt gehen, dass man das, was die Alternative ist, mit voller Power miteinander gemeinsam entwickelt. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich ganz, ganz herzlich zu einladen kann. Prüft am besten jeden Abend, ich mache, bevor ich einschlafe, jeden Abend Gewissensspiegel. Sind da die vertanen, verschleuderten Möglichkeiten, wo man mehr für seine Werte und Ziele, sein Ideal jetzt schon machen könnte, als man es tut? Die Power muss frei werden, ne? Sonst kommen wir aus dem Schlafwagenmodus und aus den, ich sag mal, Nischenhelden oder Propagandisten kommen wir nicht raus, wenn das eben nicht mehr Schwung entwickelt, mehr Power also. Ja, und Post-Conventional Level, wie gesagt, ist ja nichts, was ich mir jetzt so aus dem Finger sauge oder was eine religiöse oder was weiß ich, willkürliche parteiische Ideologie ist. Das ist ja pure Wissenschaft und ich treffe auch keinen Menschen, der mir das als allgemeines Prinzip bestreiten will. Also, dass es ein Grunderfordernis ist, dass man im Leben sein Steuerruder nimmt und verantwortlich handhabt und nicht an unverantwortliche Menschen abgeben darf. Was soll Mündigkeit anderes bedeuten? Was soll die Souveränität eines Menschen anderes bedeuten? Wo ja in der Demokratie es heißt, dass der Mensch, der Wähler, der letzte oder eigentliche Souverän auch ist. Also wir müssen an diese Dinge mit äußerster Konsequenz rangehen. Ja, das ist so meine Einladung noch. Menschen, werdet so ernsthaft, wie ihr könnt, so wesentlich, wie es uns möglich ist. Lasst uns gemeinsam Hand anlegen an die neuen Keimzellen der Verantwortungswelt. Ja, ich gebe weiter an den Dillen. Ja, da bin ich. Ja, vielleicht doch einmal meine Einladung, einen zusätzlichen Wandelgesprächsfaden zu machen. Donnerstags 20:15 Uhr hätte ich dazu Zeit. Öffi, an dich die Nachricht, vielleicht dem Louis zu sagen, dass ich habe mich jetzt, nachdem sogar Tausende von Klicks bei dem Wandelgespräche-Thema eingelaufen sind und trotzdem eigentlich gar nichts passiert ist, habe ich persönlich im Moment den Glauben an die schriftliche Form verloren. Und vielleicht kannst du dem Luis übermitteln, dass ich also gerne donnerstags abends 20:15 Uhr für einen möglichen dritten Wandelgespräche-Termin mit Schachuhr, Wechselsystem und so weiter zur konkreten Bearbeitung von irgendwelchen Dingen gerne zur Verfügung stehe. Ja,
Und meine sozusagen vielleicht auch der Unterschied zwischen den Naturwissenschaften zu anderen, also meine Erfahrung ist, wir haben die Weltreligion, die spirituelle neue Weltreligion, spirituell esoterische Weltreligion, sieht überall positive Entwicklung und geht davon aus, dass alles zum Guten kommen wird. Aber alle wissenschaftlichen Studien sagen mir genau das Gegenteil, nämlich dass alle Trends der Menschheit negativ sind. Die Gehirne schrumpfen, die Menschheit wird dümmer, die chronischen Krankheiten nehmen drastisch zu, immer mehr junge Menschen sind in ganz jungen Jahren schon körperliche Wracks, die Volkskrankheiten, die Ursachen aller weiteren Krankheiten, die Volkskrankheiten, Einsamkeit, Depression und Süchte nehmen drastisch zu in jeder Hinsicht und so weiter. Das heißt, wir werden immer, wir vegetieren eigentlich nur noch. Der Kapitalismus macht auch alle Menschen phlegmatisch und apathisch ihr Schicksal hinnehmen. Wir nehmen jetzt auch den Ukraine-Krieg hin. Wir würden auch, wenn es die Masse der Menschen in Deutschland würde, auch wenn jetzt wieder einer schreien würde, wollt ihr den totalen Krieg gegen Putin, dann würden auch alle Hurra, ja schreien und Hurra und so weiter. Also es ist der Kapitalismus ist nun mal wahrscheinlich die Endstrecke der jeder Art, die irgendwann in das Pech reinkommt, den Tauschhandel erfinden zu können. Und die Bonobos sind eben genau, die Gnade der Unfähigkeit, den Tauschhandel zu erfinden. Und deswegen sind die so glücklich und schildern da die Forscher alle so ein ungeheures Glücklichsein. Ja. Aber wenn einmal der Tauschhandel erfunden ist, weil das Gehirn irgendwie eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist es vorbei mit jedem Lebewesen in diesem Universum, vermutlich. Ja, ja und sozusagen, und jetzt will ich noch meine letzte Zeit dazu nutzen, noch mal so ein bisschen zu beschreiben, warum ich ja der Meinung bin, dass wir mit der GWÖ-GWO-Kombi die beste Möglichkeit haben, denn im Kapitalismus sind die Menschen erzogen worden, eher Angst vor dem Kommunenleben zu haben. Und dagegen kommen wir vielleicht nicht an. Und deswegen sage ich, die Zwischenstufe muss GWÖ-GWO-Kombi sein, weil wir dort dann sozusagen überall, der Arzt kriegt nur noch gutes Geld, wenn er mir hilft mit einem herrlichen Freizeit- und Wochenendkursangebot, alles kostenlos, alles singen, tanzen, musizieren, Tanzveranstaltungen, Fitnessstudio, alles kostenlos, nur mit dem einen Ziel, wie kann ich den Menschen helfen, gesünder zu leben, sodass wir aus diesen chronischen Krankheiten rauskommen. Dann die Supermarktleiter kriegen nur noch Geld, wenn sie ihren Markt erfolgreich in eine Gesundheitsanregungslandschaft mit roten, gelben, grünen Ampeln und zum Beispiel und Ernährungsberaterin und so weiter umwandeln. Und wenn dann die Leute seltener Krebs haben, als sie früher hatten, die Stammkunden seltener Krebs entwickeln, dann gibt es weiterhin gutes Geld und man kann Marktführer bleiben. Aber jetzt plötzlich, indem nur noch giftfreie Sachen verkauft werden, das heißt, wie gesagt, es werden nach wie vor alle Drogen, alle Geschmacksdrogen und so weiter, alles wird verkauft, Alkohol, Zigaretten und so weiter, es piepst, aber wenn, dann wird wenigstens der Tabak giftstofffrei sein, außer den Giften, die sowieso in der Naturpflanze drin sind, aber wenigstens wird überall die zusätzlichen Schweinereien des Kapitalismus würden so verschwinden und wir alle entwickeln uns wieder gesund und glücklich und vor allem letzter Gedanke, sterben alle die vorteilbringenden Irrtümer, die die Menschen so durchmanipuliert haben, die sterben alle von selber aus, weil nämlich jede Sparte von der Pleite bedroht ist, wenn sie an ihren vorteilbringenden Irrtümern festhält, denn in der GWÖ-GWO-Kombi wandeln sich alle
vorteilbringenden Irrtümer in dann nachteilbringende Irrtümer um und die vorher nachteilbringenden Wahrheiten wandeln sich in vorteilbringende Wahrheiten um. Und das wird ruckzuck zu einem Aussterben aller vorteilbringenden Irrtümer führen. Ja, und da sehe ich paradiesische Zukunft für uns. Ich gucke jetzt wieder. Lucky macht sich bereit. Lucky, Lucky, Lucky. So. 2 Sekunden. Ja, ich finde die Frage von Öffi sehr anregend. So als Hinweis, dass sich jetzt sozusagen jeder und jede fragen sollte. Ich liege jetzt auf dem Sterbebett und habe ich sozusagen meine Werte, habe ich mich für die eingesetzt, was habe ich davon verwirklicht und wo, an welcher Stelle hätte ich mehr tun können. Das ist so eine Frage eigentlich, die sich ja, jeden Tag stellen könnte, um auch Motivation, Antrieb zu haben, aus dem Arsch zu kommen und was zu machen und sich selber auch glücklich zu fühlen, glaube ich. Also je mehr du dich, also aus meiner Erfahrung, je mehr ich mich identifiziere mit meinen Werten und dafür was tue, desto wohler fühle ich mich. Aber das kann natürlich dazu führen, Öffi, dass es eben halt auch Menschen mit anderen Werten und Wertvorstellungen gibt. Da finde ich das wieder so ein bisschen missionarisch oder wie mit dem Holzhammer, geh in die Kommune, hast du nicht schon so und so viel Erfahrung und mach doch mal und so weiter. Da, wie gesagt, verprellst du die Leute nach meiner Ansicht nach. Und wir, wie ich am Anfang schon sagte, wir müssen mehr, wenn wir Thema Kommunikation, wenn wir wirklich mit Menschen kommunizieren wollen, dann heißt das auch sozusagen, die ernst zu nehmen, was die denken, fühlen. Und nicht nur darum zu gehen, die als Abfalleimer zu benutzen, um unsere Ideen denen sozusagen reinzupacken, bis er voll ist und die dann sagen, ja, ich platze jetzt oder lass mich in Ruhe, hau ab, ich quell über. Und deswegen, wie ich schon am Anfang sagte, halte ich immer mehr davon, auf einem Fragen dran zu gehen. Oder, was ich früher auch schon mal gesagt hatte, eben auf so einer ganz anderen emotionalen Schiene anzudocken, andeuten. Und das hatte ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, mit diesem Fußballspiel zum Beispiel. Ja, spielen oder, und war ich auch mal gehört, dass Leute ein Computerspiel entwickeln wollen, wo die sozusagen auf so einer kooperativen Ebene und so ein anderes Wirtschafts-, ja, und Gesellschaftsmodell per Computerspiel an Inhalt daran geführt wird. Gut, da kenne ich mich nicht so gut aus mit Computerspielen, aber bei Fußball kriege ich das immer mit hier, auch gerade in Berlin. Da kannst du andocken, da kannst du andocken, da sind Leute begeistert von. Und wenn du eben das, was du so ein bisschen machen willst, Dillen, mit dem Schachding, ja, 3 Minuten hin und her und so weiter, und da dich nähern willst, sozusagen der Wahrheit. So kannst du, glaube ich, auch auf so einer Fußballspielebene, wo Leute sich auch einbringen können dann mit ihren Fragen und die Spieler oder Spielerinnen oder die Teams dann so reagieren müssen und du vorher Wetteinsätze setzen kannst, wer gewinnt oder da, glaube ich, kannst du schon Leute dann hinterm Ofen vorlocken, ja, weil das sie eben anspricht. Ja. Und dann haben wir vielleicht ähnliche Einschaltquoten wie bei Günther ja auch oder anderen Gewinnspielen, wo die Leute also auch begeistert sind oder Dschungelcamp dann eben damit jemand rausvoten will, also eine total Schwachsinnsendung, die ich da immer gesehen habe, aber das begeistert Leute, ja, dass sie jetzt sozusagen einen bestimmen können, wer gewonnen hat oder wer dann letzten Endes dann eben genau der Dschungelqueen ist oder King ist. Ja, dazu. Ich wollte noch was sagen, Alfie, zu dir. Ich finde natürlich richtig, Informationen zu geben von den Projekten, weil oft suchen ja Leute auch was und wissen nicht, dass da du ganz viele Projekte in der Hinterhand hast, die schon bestehen, wo eigentlich nur Leute fehlen, die da sich engagieren wollen. Und in der Hinsicht finde ich zum Beispiel auch das vielleicht noch an früheren, ich weiß zum Beispiel, dass die Claudia von den Wandelgesprächen oder Christina, dass die an sowas interessiert waren. Und ob die jetzt wissen immer noch, wundert mich ja auch, dass sie alle nicht mehr dabei sind. Und deswegen frage ich mich ja, natürlich kannst du ja anbieten, was du willst, kannst du noch einen vierten, fünften Termin anbieten. Aber wenn ich jetzt sehe, dass wir sowieso nur zu zweit oder drei sind, oder vier, manchmal jetzt hier bei den Wandelgesprächen und früher mal viel mehr waren,
Da weiß ich nicht, ob das nicht lieber wenig, aber intensiver mehr bringt als jetzt noch einen dritten oder vierten Termin. Aber okay, das musst du selber sehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Donnerstag nicht dabei sein kann, weil wenn mein Termin nicht passt und mir im Prinzip ein Termin, so wie jetzt mit den 2 Stunden, auch reicht, weil ich, wie gesagt, auch noch andere Sachen machen will und habe. Unter anderem lebe ich ja auch in einer Gemeinschaft, wo ich ab und an mal zum Plenum gehen muss oder irgendwas machen muss. Wie gestern zum Beispiel, wo wir dann die Foki vorbereitet haben, Volksküche und so weiter. So, ja, damit hebe ich weiter und wie gesagt, verabschiede mich. Das heißt, die Lenzerhunde macht schon mein Schlusswort. Verabschiede mich für heute und wie gesagt, wundert euch nicht, nächstes Mal bin ich nicht dabei, hängt nicht mit dem Inhalt zusammen, sondern weil ich da ausnahmsweise mal arbeiten muss und ich kann an dem zu der Zeit. Gut, Walter, du wieder. Danke, Luki. Ja, du bist schon gemeinschaftserfahren, weil du in Gemeinschaft lebst und kennst schon diese Entscheidungsprozesse, die in Gruppen laufen. Die Zweierbeziehung, auch die Mann-Frau-Beziehung ist natürlich die Keimzelle der Kommunikation. Und was natürlich stattfinden wird, ist die Gleichstellung, eine gewisse Kompetenzhierarchie wird es natürlich immer geben. Aber uns als Gehirnzellen wird bewusst sein, dass wir erst in der großen Verbindung zueinander die echten Kräfte entwickeln. Insofern laufen unsere Entwicklungsschritte jetzt durch die Kreisprozesse, das erinnert mich jetzt so an die Naturwissenschaft, die Kreisprozesse der Thermodynamik. Es sind in der Soziologie und Psychologie und Philosophie die Kreisprozesse der Kommunikation, in denen wir uns eigentlich als Ego zurücknehmen, um zum gemeinsamen Urgrund zu kommen. In einer Spannung, die dem Ganzen, das heißt der Gruppe, dem Kreis, viel mehr zutraut als ein Einzelner hervorbringen könnte. Das heißt, dieses Vertrauen und Zutrauen zur Gruppe können wir erstmal in Zukunft miteinander entwickeln. Und das ist ja auch vorstellbar. Also ein Element kann im Grunde genommen ja nicht schwingen. Erst viele Elemente schwingen miteinander. Und insofern gibt es Hoffnung, also je größer das System, desto höher die Kreativität, die Kunst und die Verbindung auch zum göttlichen Urgrund, aus dem ja letztlich alle Fähigkeiten und Möglichkeiten kommen, in dem ja auch die komplette Genialität der Natur verwurzelt ist, weswegen eigentlich ja erstens die ganze Schöpfung sowieso entstand über das Vegetative hin zum Lebendigen, hin zum Intelligenten. Und die Steigerung ist dann im Menschentum, im Menschsein durch Überwindung von Ego und Kleingeist, die Entwicklung zur Genialität, die ja letztlich nur funktionieren wird auf Dauer in kompletter Akzeptanz der Freiheit des anderen. Alle anderen Zustände wie Unwahrheit oder Unfreiheit sind eben temporär. Die Wahrheit triumphiert nicht, aber wie wir tausendfach in der Geschichte gesehen haben, die Gegner der Wahrheit sterben und letztlich kommt doch die Wahrheit heraus.
die naturwissenschaftliche, die soziologische, die philosophische Wahrheit, auch durch die Festigkeit. Es hat nur Bestand, was in Wahrheit fest und recht ist. Ja, das ist meine Hoffnung jetzt, und meine Zuversicht. Es ist jetzt 9 und ich schließe damit auch ab. Es gibt ja noch mehr folgende Wandelgespräche, in denen wir weitersprechen werden. Und ich rede natürlich auch hier mit meinen Nachbarn und Freunden und Gemeinschaftsmitgliedern und lebe Wissen und Weisheit so gut wir können miteinander, auf dass wir dieses Konkurrenz- und Ellenbogensystem früher oder später, besser früher überwinden und miteinander in die volle Kreativität kommen und auch in Wahrheit der Politik, auf das tatsächlich Liebe und Wahrheit letztlich auch so eine Form von Regieren, das heißt empfehlen. Gute Nacht für heute. Ja, dann sage ich auch noch kurz, dank den Vorrednern, dank für den heutigen Abend. Zwei kleine Anmerkungen noch. Also ich denke, was einen dritten Gesprächstermin angeht, also ich bin immer für alles offen, wenn die anderen das auch so wollen. Und ansonsten haben wir die zwei Termine ja aber auch so, dass wir die völlig frei gestalten könnten und da auch Konfliktklärungsgespräche und was weiß ich, auch methodisch Schachuhr, um da eben was ausprobieren zu können wir auch dafür schon frei nutzen. Also können wir gerne alles überlegen, wie es am sinnvollsten ist. Ich würde aber auf jeden Fall raten, gerade wenn du jetzt eben gesagt hast, also dann war da eine Welle an Aufmerksamkeit sozusagen im Forum, auch bei den Wandelgesprächen. Ich würde meinen, wir haben nirgends ja eine große Welle, die da jetzt in Schwung kommt. Nicht durch die Talks und nicht durch die Schriftform. Aber bei der Schriftform war dann wohl auch was. Und vor allem führt es ja jetzt da in dem Thema auch dahin, dass wir zum ersten Mal überhaupt, also vielleicht in der Menschheitsgeschichte, also ich sehe jetzt nicht, dass irgendwo ein Beispiel ist, wo sowas schon mal so experimentiert wurde, dass wir da diese Dreisatzschrift Mediation machen könnten. Und die ist ja jetzt nicht mehr so aufwendig, dass man lange Texte schreiben muss oder sowas, sondern jetzt geht es ja dann im sozusagen schriftlichen Schachuhrmodus hin und her, nicht zeitlich, aber vom Volumen her ist das dann ja eben kurz und knackig gedacht. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall da sowohl als auch statt entweder oder zu machen. Aber das Gute beim Forum ist ja auch, das läuft uns jetzt nicht weg. Also die Themen sind jetzt mal, ich habe mir nach dem bisherigen Stand, wozu Bereitschaft oder Begeisterungsfähigkeit da sein kann, habe ich jetzt mal diese Themen aufgemacht, habe einen ersten Dreisatzbeitrag von mir bei der aus meiner Sicht ganz wichtigen Frage, ob die Leute wegen vorteilbringender Irrtümer nicht zu uns in die Frag kommen, reingeschrieben. Gerade jetzt noch nebenher auch noch ein bisschen dran gefeilt. Ja, und Luki, also ich denke mal, es ist ja als liebevolle Hilfestellung für die Menschen gemeint, dass sie sich fragen, lebe ich mein Leben so, dass wenn mich gleich das Auto überfährt, dass ich sagen kann, ich habe nicht ganz tolle, wertvolle Möglichkeiten verschludert. Und also ich würde schon immer dann die Frage auch stellen, Leute, wie stellt ihr euch denn den menschlichen Umgang der Zukunft vor, dass ihr ohne direkten Umgang mit anderen und das Erlernen von Konfliktlösung und Konsensentscheidung und ohne sowas wie geschwisterliches Teilen auskommen werdet? Soll das alles so anonym und jeder sitzt in der Ecke seines Computerzimmers laufen? Oder ist es unweigerlich auch eine Dimension, dass man in ein auch körperliches Miteinander mit anderen Menschen kommt und in eine Nähe, die nach meiner Wahrnehmung sowohl für Kommunikation, für sich austauschen, sich verstehen, sich einfühlen, Konflikte lösen, Konsensfindung,
Das ist eine Dimension, die auf jeden Fall ja meines Ermessens nicht verzichtbar wird. Und dann stellt sich die Frage, was macht man im Umgang mit dieser Dimension? Also wenn jemand sagen würde, sagt ihm nichts, gibt ihm nichts, würde ich sagen, ja, ist sein Ding, ne? Aber also ich würde meinen, er kann mir, wenn er dann vom Auto überfahren wird, dankbar sein, wenn ich vorher gefragt habe, bist du wirklich der Ansicht, dass diese Dimension nichts ist, wo du jetzt schon schauen könntest, was du da machen kannst und Gelegenheiten nutzen könntest. Okay, damit umarme ich alle, mit denen ich jetzt hier gesprochen habe und alle Zuschauer, die das gerne so durchs Internet haben möchten und wünsche euch das Beste. Gut, tschüss.